Natascha Bauer war Friseur-Weltmeisterin und arbeitet in ihrem Mainzer Salon mit vielen natürlichen Produkten. Für uns testet sie gleich eine Haarseife und ein festes Shampoo. Ein neuer Trend auf dem Kosmetikmarkt. Was sind Haarseifen und feste Shampoos? Im September-Heft hat Ökotest 26 feste Haarwaschprodukte getestet. Für Haarseifen wird meist klassisch Öl und Natronlauge vermischt. Die festen Shampoo-Stücke bestehen aus naturnahen oder synthetisch hergestellten Tensiden. Der große Unterschied besteht im pH-Wert. Bei der Haarseife ist es so, dass der pH-Wert bei ca. 8,5 bis 9,5 liegt. Das heißt, es ist sehr, sehr basisch eingestellt. Dies bedeutet, das Haar wird gequollen. Man muss sich vorstellen, das Haar ist wie ein Tannenzapfen, was sich öffnet und offen bleibt. Feste Shampoos dagegen sind vom pH-Wert sauer wie das Haar selbst. Der Vorteil bei allen festen Produkten, Konservierungsstoffe sind nicht nötig. Ebenso verzichten die Hersteller oft auf Silikone und Parabene, die in vielen Flüssig-Shampoos enthalten sind. Wie benutzt man die festen Waschstücke? Ohne das Ergebnis von Ökotest zu kennen, hat Natascha Bauer für den Praxistest das feste Shampoo von Foamy und die Haarseife von Spike gewählt. Los geht's mit dem festen Shampoo. Erstmal braucht man viel Wasser, dann wird das Shampoo einmassiert. Bis ein reinigender Schaum entsteht, das dauert deutlich länger als bei flüssigem Shampoo. Bei dem flüssigen Shampoo ist es einfacher, weil man es halt besser verteilen kann oder zügiger verteilen kann. Hier ist der Aufwand des Verteilens in Form von der Festigkeit, weil es ja gepresst worden ist, etwas aufwendiger. Das ist essentiell wichtig, dies gründlich auszuspülen, da sich sonst Rückstände von dem Produkt im Haar befinden würden und diese eventuell als fettig glänzend rüberkommen. Die Haarseife schäumt schon mal deutlich besser. Optisch finde ich es jetzt schon nach einer ordentlichen Reinigung aus. Es schäumt schön. Ich bin jetzt eher gespannt, wie sich die Haarstruktur gleich verhält. Das Problem, durch den basischen pH-Wert der Seife kann sich Kalk aus dem Wasser im Haar ablagern. Ich finde, das Haar fühlt sich sehr rack und man hört es, glaube ich, auch quietschig an. Aua. Genau. Doch dafür gibt es einen Trick, saure Rinse. Die kann mit Wasser und Apfelessig hergestellt werden und soll den pH-Wert nach dem Waschen neutralisieren, das Haar geschmeidig machen. Worauf muss man achten? Im Labor hat Ökotest die Inhaltsstoffe unter die Lupe genommen, mit sehr gutem Ergebnis. Nur bei zwei Marken wurden bedenkliche Inhaltsstoffe gefunden. Der künstliche Duftstoff Lilial in dem Shampoo von Lush und zwei künstliche Moschusdüfte in der Sementes Naturhaarseife. Der Mainzer Allergologe Wolfgang Klee weiß, die sind nicht ungefährlich. Besonders für Allergiker gibt es sogenannte Kontaktekzeme, das heißt Kontaktreaktionen. Allergiker, die zudem noch Asthmatiker sind, können reagieren mit Atemnot. Darüber hinaus muss man auch dran denken, sie sind auch krebserregend, können krebserregend sein. Von daher sind es keine unbedenklichen Inhaltsstoffe. Zurück zum Praxistest. Die Haare sind jetzt trocken. Während das Haarshampoo seinen Zweck erfüllt hat, ist unsere Expertin mit dem Ergebnis der Haarseife unzufrieden. Es wirkt sehr fettig, strähnig, eine Überfettung hat stattgefunden, das Volumen geht mir verloren. Ich würde es am liebsten noch mal waschen wollen. Fazit: Feste Haarwaschstücke sind umweltfreundlich, weil sie auf Plastikverpackung, Konservierungsstoffe und Silikone verzichten. In der Anwendung gibt es Unterschiede zwischen festen Shampoos und Haarseifen. Darauf muss man achten.